Moin Moin, willkommen zurück zu einer weiteren Runde von Backpack Battles. Schön, dass hier gleich was im Angebot ist. Besen möchte ich nicht, das Schwein will ich. Das Schwein will ich auf jeden Fall. Und eine Torch können wir machen. Verkauft den Stein, man nimmt die Tasche mit. Für die Zukunft schon vorausgedacht. Eine Pfanne wird dann wahrscheinlich gewinnen. Ja. So, Banane ist dabei. Gubert nehme ich mit. Lalalala. Lalalalalala. Wir könnten das so machen und starten. Dann hat der Gubert wenigstens ein bisschen was zu tun. Der Attack Speed auf seinem Einerschwert, was er zu einer Torch macht. Ein Stachel. Sieht ganz gut aus für uns. Ja. War zwar knapp, aber gewonnen ist gewonnen. Karotte nehme ich mit. Noch ein Schweinchen. Würde ich mitnehmen, ja. Würde ich mitnehmen. Tatsächlich hätte ich zwar gerne den Lebenstrank, aber es geht auch erstmal so. Er macht sich eine Schaufel, sollte man gewinnen. Man gewinnt eigentlich fast immer, wenn die Leute sich eine Schaufel machen wollen. Dann machen wir so, ne? Machen wir so. Platz nehme ich mit. Ich könnte mir noch eine Torch machen. Nehme ich das mal noch mit. So rum, jawohl. Und gehen wir schon mal in die nächste Runde. Okay, eine Pfanne, ein Schild, ein Stachel. Hubert heilt ganz gut. Aber es reicht nicht. Er hat seine drei Bananen, die haben ihm den Hintern gerettet. Wir nehmen das mit. Noch eine Karotte. Ist auf jeden Fall nicht verkehrt. Machen wir so. Und dann nehme ich den Stein noch mit. Ich könnte einen Karottengubert machen. Aber erstmal noch nicht. Ich lasse es erstmal so, wie es ist. Für den Moment zumindest. Hat schon ein bisschen Crit. Aber es reicht nicht. Heimlich zu viel hoch. Noch ein Schwein. Nehmen wir mit. Können noch eine Banane mitnehmen. Kriege ich sogar noch rein. Glücksbogen. Nö. Das im Angebot nehme ich mit und dann gehen wir schon mal in die nächste Runde. Macht Glücksbogenspeer und hat schon den Mana-Trank. Er will diesen Holy Spear machen. Deswegen hat er schon den Mana-Trank. Aber aktuell reicht es noch nicht. Da kackt er ganz schön rein. Holy Armor, sehr schön. Die nehmen wir mit.
Und dann war es das auch schon. Okay. Sollten wir eigentlich gewinnen. Die Holy Armor ist da. Hubert heilt uns hoch. Gar kein Problem. So, jetzt die Frage, nehmen wir den Crit mit? Nehmen wir den Crit mit? Regeneration. Ja, wir müssen den Crit mitnehmen. Der Rest ist alles irgendwie. Der Rest macht gar keinen Sinn. So, das heißt, wir bauen hier mal so ein bisschen um. So, optimal ausgenutzt, dann ist die Fackel auf jeden Fall stärker. Ja, eine Genie-Lampe. Oder noch mehr Karotten. Wir könnten den Karotten-Gubert machen. Und dann noch eine Karotte mitnehmen. Ja. Auf jeden Fall noch ein bisschen Platz. Sehr schön, das wollte ich haben. Krone ist natürlich auch nicht verkehrt. Kostet aber zu viel. Ich roll nochmal. Ja, das nehmen wir mit. Tue das Schweinchen noch rein. Machen wir das so. Dann werden die Bananen wenigstens in dem Funny Pack ein bisschen besser ausgenutzt. Zwei Dagger und Speer und Glücksbogen. Aber wir haben gut Healing. Schaden ist jetzt nicht da, aber Healing ist da auf jeden Fall. Aus waren 20er. 24er sogar, sehr schön. Noch mehr Karotten. So. Okay, das wird da nicht getriggert, aber der Crit ist gar nicht schlecht. Den lasse ich so. Ich kann auch das hier rübernehmen. Dann hat das nochmal einen besseren Trigger. Den Stein kann ich da oben noch hinpacken. Dann hat er auch Crit. So. Ich kann noch den Stein mitnehmen. Ich roll einfach einmal. Ah, dann räumen wir halt zweimal. Noch ein Schweinchen. Okay. Aber wir haben schon mal drei Kleeblätter, das ist sehr gut. Für Crit. Den haben wir weg. Der kommt nicht gegen uns an. Jetzt eine Krone. Jetzt eine Krone. Macht Sinn. Die Steine weg. Kann ich nochmal rollen. Noch ein bisschen Platz. Ist auch sehr gut. Ich
Nee, das lasse ich so. Wobei ich könnte. Das so machen. So. Und das war's auch schon. Mehr geht nicht. Dann geht's los. Okay, Steel Gubert, eine Torch, zwei Dagger. Ah, Karotten Gubert hat diesmal nicht gereicht. Hammer. Den kann man mit den Schweinchen verbinden, da. Bis jetzt noch nie gemacht. Ah, der braucht halt auch übel viel Ausdauer, ne? Ich könnte eine Torch rausnehmen. Und dann funktioniert das auch so. Mana-Trank brauche ich jetzt erstmal nicht. Und der Stachel ist günstiger, den nehme ich mal noch mit. Und dann gucken wir mal, was Hammer und Schweinchen zusammen ergeben. Ich habe das noch nie gemacht, ne? Ich habe drei Potions. Drache und eine brennende Fackel. Pass auf, wir können die Mana-Fackel machen. Stimmt. Verbinden wir die miteinander. Ja, sehr gut. Coins. They don't do anything, but you can sell them for profit. Okay. Ich habe mir irgendwie was Besseres vorgestellt. Aber was soll's. Jetzt haben wir den Hammer, den behalte ich jetzt auch einfach. Torch lasse ich mal hier noch da. Vielleicht können wir die später noch ein bisschen verwerten irgendwie. Wir können natürlich jetzt hier auch die Genie-Lampe mit draufpacken. Die Karotte noch mitnehmen. Übelst viele Karotten. Ja, so ein bisschen geht uns langsam der Platz aus. Macht es auf jeden Fall mehr Sinn. Nehme ich dir einen Stein noch mit. Und dann geht's los. Er hat 6 Schweine. Alter, haut mich weg. Ach du Kacke. So. Jetzt können wir den Hammer noch fetter machen. Okay, hat sich aber nichts verändert. Tasche kann ich mitnehmen, Mana kann ich auch gebrauchen aktuell. Für die Fackel. Ich nehme die Flöte noch mit. Und den Stein verkaufe ich, nehme die Kohle mit. So. So ist auch nicht schlecht, ne? Dann haben wir auch eine brennende Kohle, auf jeden Fall. Aber der Lebenstrank hilft uns halt ein bisschen, jetzt ist er halt weg. Das Dorf für den Hammer war alle.
Aber da knüppelt schon ordentlich rein, genau wie die Fackel. Mal gucken hier. 19 bis 23 Schaden, die Fackel macht auch übel viel. Junge, Junge, Junge. Noch einen zweiten Gubbert, macht das Sinn? Zweiten Karottengubbert? Ich könnte den als normalen Gubbert lassen zum Healing. Das könnte ich. So, Bananen schaffe ich nicht mehr rein. Crit, noch mehr Crit. Crit auf dem Hammer super strong. Nehmen wir mit. Die Kohle hier rüber. Backpack. Gain 2 Heat, cleanse 2 Debuffs. 12% Chance plus 6 Schaden und ein Heat zu kriegen. Ja, das bleibt da. Karotte könnte ich wieder mit reinnehmen. Aber ich habe schon 3, das macht irgendwie auch keinen Sinn. Da, 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 da. Das können wir hier mit hinpacken. Und eine zweite Holy Armor könnte ich mitnehmen. 7 Kneten brauche ich dafür. Machen wir. Dann hau ich das eine Schwein weg. Auf jeden Fall hier Guberts am Start. Der hielt, der glänzt. Das verstärkt das. Das verstärkt das. Crit. Hier ist nichts drin. Machen wir es so. Halb so wild. Könnte ich auch noch hier runterpacken. Das Schwein verstärkt gar nicht mehr die Fackel. Es bleibt erstmal da. Wir machen weiter. 110 Armor, das ist schon stark, ne? Er hat eine Giftpfanne. Aber unsere Karotten und der Kuhgott, die heilen das weg. ...43, 46, 48. Holy shit. Survival Mode Start. Das ist ja OP. Das ist ja einfach OP, was wir hier haben. Also ich könnte den Dagger hier nach oben packen. Das geht. Das geht auf jeden Fall. Und ja, was machen wir denn dann? Den Stachel brauche ich eigentlich nicht. Das Glücksschwein. Könnte man hier noch drauf packen. Das haut erstmal so hin. Die Banane. Kriege ich die Banane noch rein? Sieht schlecht aus. So könnte ich es machen. So könnte ich es machen. So haut das hin. Noch Schweinchen brauche ich nicht. Kleeblatt.
Kleeblatt nehmen wir mit. Den Trank nehme ich mit, statt dem Stachel auf jeden Fall. Ist der Stachel wieder da? Nee, den brauche ich nicht. Dann starten wir jetzt. Okay, eine Holy Armor und eine Blut Armor und Mana Fürst. Hat übel viel Rüstung durch die Stone Skin Potions. Aber der Hammer, die Fackel und der Decker, die hauen ganz schön rein. Die hauen ganz schön rein. So. Was können wir noch gebrauchen? Noch zwei so eine Mini-Taschen können wir noch nehmen. Ansonsten, ja, einen Stein kann ich hier noch reinpacken. Hat er sogar noch Kritterstein. Ansonsten brauche ich eigentlich nichts mehr. Es passt ja auch nichts mehr rein. Noch Kleeblatt. Brauche ich das noch? Kann ich das noch irgendwo unterbringen? Ich nehme das noch mit. Wenn ich eine kleine Tasche finde, so wie die, dann kann das Kleeblatt auf jeden Fall noch mit rein. Das steht fest. So. Ja, ansonsten kann man kaum hier noch was machen. Die Kohle ist sehr gut. Die Kohle ist richtig gut. Ich könnte noch einen zweiten Trank nehmen und hier für die Kleeblätter reinmachen. Aber da geht der Crit runter, ne? Nee. Dann geht's in die nächste Runde. Dann gucke ich jetzt nur noch, dass ich vielleicht ein paar Kohlen kriege oder so. Zack, zack, gestunt. Ausdauer fast weg, gestunt. Ach du Kacke. Unsterblich! 128! Ach du Kacke! Ach du Kacke! Das war fett. Machen wir so. Gehen wir noch eine Kohle? Nee. Dann ab in die nächste Runde. Man hat übelst viel Gift. Aber ich habe Karotten gebohrt und drei Karotten. Die glänzen das gut weg. Hat übelst viel Lebensraum. Ausdauer ist flöten gegangen. Ich komme nicht ran, ich komme nicht ran. Kacke. Ja, es wird nichts. Unsterblich? Ja! Oh, die Krits. Die Krits sind aber auch saftig. Da, 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 da. So, na sonst, ich brauche jetzt nicht mehr. Ich habe keinen Platz für nichts. Hat er noch mehr Crit? Aber sonst. Jawohl. Nehmen wir mit. Start. Letzte Runde. Alter, hat übelst dicke Steine. Dem dunklen Lightsaber. Ja. Los, krieg den weg. Jawohl. So wollte ich das sehen.
Endlich mal wieder eine gute Runde. Ja. Ja, das war's mit Backpack Battles. Ich wünsche dir einen spannenden Tag. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao.